Wie schauen die wichtigsten Regeln vom Domino aus für zwei Mitspieler? Ja, also wenn man zu zweit Domino spielt, muss man, also die wichtigste Regel ist eigentlich, dass man beim Aufbauen der Steine darauf achten soll, dass der Abstand zwischen den Steinen nicht die Länge des einzelnen Steins übertrifft, weil sonst kann dieser Kipp, also dieser Impuls von einem Stein quasi nicht auf einen anderen Stein transferiert werden, übertragen werden, und dann fallen sie natürlich nicht um, da fällt nur einer um.